XXL-T-Shirt macht, was auch immer ein XXL-T-Shirt macht. Wir sind gestern noch von der Memminghäuser Hütte rübergegangen nach Krams. Wir wären 3000 Mal fast gestorben. Sind schön im Dunkeln gelaufen, weil die eine Hütte zu hatte. Aber wir haben es geschafft. Unter viel Fluchen. Meinerseits. Und das Ganze war richtig schön dunkel. Wir waren dann um 11 Uhr hier. Haben schon ein Lokal gefunden, wo wir tracken, im Hotel. Das war super. Dusche heute Morgen war richtig gut. Und jetzt geht's rüber zur Berauschender Hütte. Los geht's. Nach 2 Stunden bis runter nach Enz und dann mit dem Bus weiter. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut dafür, dass wir gestern 25 Kilometer gelaufen sind und unsere Füße kaputt sind. Ja. Wir sind jetzt mit dem Bus hier hochgefahren, gerade eingenickt, da sind wir da. Jetzt müssen wir noch hier den Mega-Anstieg hoch. Hoffen wir, dass die Materialbahn dann noch offen hat. Da müssen wir auch noch mal eine Stunde hinlaufen, laut Marius. Und dann gucken wir mal, dann können wir da oben pennen.
20 nach 7. Es ging nochmal jetzt ein gutes Stück hier Kletterarbeit hoch. Dann kann ich mir vorstellen, dass da oben, also man sieht, da geht es jetzt noch weiter. Dann ist bestimmt noch so, ja, 3/4 Stunde vor uns. Aber beides nicht mehr. Und ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Und komischerweise ist es weniger anstrengend als gestern, oder? Komischerweise ist es weniger anstrengend als gestern. Ja. Naja. Gleich haben wir es auf jeden Fall, dann gibt es lecker Essen. Hoffentlich. Guckt euch mal diesen Ausblick an, ey. Also hier geht's wieder in der Kletterei hoch. Ist nicht mal feierlich. Doch halb neun, halb Stunde länger gebraucht als geplant und sind jetzt gut hier in die Abenddämmerung reingekommen. Zum Glück war es mal so hell, dass man sieht. Auf dem Foto sieht es jetzt zwar verdammt dunkel aus, aber es ist wirklich noch was zu sehen hier. Ja. Aber es hat trotzdem eine Kraxelei. Und da sind das letzte 50 Meter oder 100 Meter. Wirklich nur Steine berghoch geklettert, nicht gewandert. Ja.